Hi, mein Name ist Alex und heute möchte ich Ihnen über meine 6-jährige Erfahrung hier in der Zahnärztlichen Praxisklinik Herne berichten. 6 Jahre Alex Gutinger hier bei der ZPK als Patient und wie bin ich dazu gekommen? Kam eigentlich aus ästhetischen Gründen. Das heißt, meine Schneidezähne hatten unten einen relativ schiefen Rand, dachte ich, beziehungsweise die wurden dunkel an einer Stelle, transparent und war einfach ein ästhetisches Problem. Herr Dr. Mintert hat mir dann erklärt, dass das aufgrund eines fehlerhaften Bisses kommt. Das heißt, meine Schneidezähne kamen auf die unteren Zähne und haben sich abgenutzt. Dadurch ist irgendwie eine transparente Schicht entstanden und die wirkten dunkel, hat mir persönlich überhaupt nicht gefallen. In einem dreigesetzten Projekt haben wir dann das folgendermaßen aufgestellt. Wir haben 3 Weisheitszähne gezogen. Wir haben in Zusammenhang mit Herrn Dr. Niegel, einem Kieferorthopäden aus Bochum, haben wir mir eine innenliegende Zahnspange gesetzt. Nach 2, 2,5 Jahren hat sich damit schon sichtlich mein Biss und vor allem auch die Stellung meiner Zähne dahingehend verbessert, dass ich schon fast zufrieden war mit dem, was ich da an der Stelle bekommen habe. Final haben wir dann hier bei ZPK Herne mit Dr. Mintert Veneers auf meine Zähne aufgeklebt, die wirklich dann für mich ein perfektes Lächeln final dann darstellen. Und nach 2, 2,5 Jahren Tragen, nach dieser kompletten Vorgehensweise, nach diesem Projekt, bin ich immer noch sehr zufrieden. Es ist nichts abgebrochen, es ist leuchtet und funkelt wie am ersten Tag und das sind meine Erfahrungen hier. Vielen Dank fürs Zuhören.